Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Die FIFA vergibt die WM 2034 an Afghanistan. FIFA-Chef Kevin Großkreutz sagt, man verstehe sich gut mit den Taliban und hält sie für weltoffene und tolerante Gastgeber. Morgen beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zweier. Im Jahr 2021 hatte er ein Bundesligaspiel zwischen Bayern und Dortmund gepfiffen. Zweier sei damals bestochen worden und habe Bayern absichtlich gewinnen lassen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Als Gegenleistung habe er eine PlayStation 5 erhalten. Monster Energy Münster hat zum ersten Mal die K.O.-Phase der Champions League erreicht. Im Achtelfinale trifft die von Julian Nagelsmann trainierte Mannschaft auf den Titelverteidiger Newcastle United.